Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Jahreshoroskops. Jetzt schauen wir uns an, wann ihr besonders schöne Zeiten mit den Liebesplaneten Venus und Mars habt, aber auch, wann es kritische Phasen für die Liebe gibt. Außerdem gehe ich auf die Tendenzen für den Januar ein. Mit den Monatshoroskopen geht es dann ab dem Februar weiter, aber auf eure Top-Tage im Januar müsst ihr nicht verzichten. Die zeige ich euch in einem Extra-Video. Bevor wir anfangen, habe ich noch etwas ganz Besonderes für euch. Mein Jahreshoroskop 2018 gibt es nun auch als Buch. Darin findet ihr das gesamte Jahreshoroskop mit allen Sternzeichen und der kosmischen Schwingung Teil 1 und Teil 2 mit sämtlichen Zahlen und Daten zum Nachschlagen und Nachlesen. Ihr könnt es als Buch bestellen oder auch als E-Book, um es auf eurem Tablet oder Smartphone zu lesen. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr das Buch zahlreich bestellen würdet, denn damit unterstützt ihr meine Arbeit an den Videohoroskopen und natürlich an diesem Jahreshoroskop. Es kostet als Buch 19,99 Euro und die E-Book-Ausgabe erhaltet ihr für 14,99 Euro. Ihr könnt es ab sofort bestellen und alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage oder hier auf der Infokarte und natürlich auch in der Videobeschreibung. Und ich habe auch wieder eine Verlosung für euch, also bleibt dran bis zum Ende des Videos. Und jetzt schauen wir in eure Sterne. Anfang Januar bilden die meisten Planeten keine direkten Aspekte zur Schützesonne. Deshalb könnt ihr euch gut um Dinge kümmern, die liegen geblieben sind oder einfach mal ein bisschen ausspannen. Die Geborenen der dritten Dekade bekommen allerdings einen anregenden Aspekt von Uranus noch den ganzen Monat. Am 17. Januar ist Neumond. Da würde sich für die Neumond-Meditation anbieten, dass ihr darüber nachdenkt, wie ihr das Jahr finanziell gestalten wollt und was ihr braucht, um euch innerlich reich zu fühlen. Vom 18. Januar bis zum 11. Februar steht die Venus günstig zu eurer Sonne, und zwar hier im Wassermann. Das ist ein sehr schöner Aspekt für süßes Liebesgeflüster und auch, um im Internet jemand Nettes kennenzulernen. Ab dem 26. Januar und bis zum 17. März wird der Mars durch den Schützen laufen und damit durch euer erstes Haus in eurem Zeichen. Merkt euch schon mal diesen Zeitraum. In der Zeit kriegt ihr unheimlich viel geschafft und habt viel Schwung und außerdem viel Lust auf Sex. Wer gerne Sport treibt, kann sich in dieser Zeit fit für Frühjahr machen. Die Mondfinsternis am 31. Januar steht im harmonischen Aspekt zu euch. Haltet euch bereit, euren Freunden zu helfen, die sich vielleicht mit ihrem Herzallerliebsten überworfen haben. Ihr bleibt wahrscheinlich locker und habt für alle ein offenes Ohr. Eine etwas kritische Phase könnte die zweite Hälfte des Monats Februar werden. Da geht die Venus durch die Fische und verbindet sich dann mit Neptun und der steht ja in Spannung zu eurer Sonne und da steht auch noch der Mars. Das kann Heimlichkeiten und Dreiecksverhältnisse anzeigen, also seid in der Zeit ein bisschen vorsichtig. Vom 7. bis zum 30. März habt ihr dann wieder eine harmonische Liebesphase und gegen Ende März ergeben sich besonders für die dritte Dekade prickelnde Flirtchancen, wenn Venus und Uranus hier zusammenkommen. Vom 24. April bis zum 19. Mai wird die Venus dann durch die Zwillinge laufen und damit durch euer Partnerhaus. Das ist super für geselliges Beisammensein, man trifft nette Leute und natürlich sind auch die Flirtchancen erhöht. Klassischerweise besonders für Schütze Männer, die dann vielleicht eine süße Venus treffen. Schütze Frauen sollten mit Freundinnen losziehen, dann flirtet es sich besonders gut. Vom 6. Mai bis zum 10. Mai gibt es allerdings einen Konflikt hier wieder zu Neptun, der zu Missverständnissen in der Liebe führen kann. Da könnte dann ein Flirtpartner sehr geheimnisvoll sein, aber vielleicht auch schon gebunden. Denkt bitte bei neuen Flirts an die 90-Tage-Regel. Der Mars wird 2018 über weite Strecken günstig zur Schützesonne stehen. Vom 16. Mai bis zum 13. August und dann nochmal vom 10. September bis zum 15. November bildet er einen freundschaftlichen Aspekt. Das heißt, ihr seid unternehmungslustig und schwungvoll. Es ist auch ein guter Aspekt, um im Internet jemanden zu daten. Ihr habt den Mut, jemanden anzusprechen und seid witzig und schlagfertig. Passt aber auf, dass ihr euer Gegenüber auch mal zu Wort kommen lasst. Außerdem ist das auch ein guter Aspekt für die sexuelle Lust und Leidenschaft, denn der Mars gibt euch Antrieb und auch Sextrieb. Ab dem 26. Juni wird der Mars allerdings rückläufig. Dann habt ihr vielleicht das Gefühl, dass ihr nicht weiterkommt, sei es beim Flirten oder auch beruflich. Aber keine Sorge, das ist nur vorübergehend. Es kann auch sein, dass jemand, den ihr in dieser Zeit kennengelernt habt, sich erstmal wieder zurückzieht. Aber der kommt dann wieder, und zwar ab dem 27. August, wenn der Mars wieder direktläufig wird.
Auch eure sonstigen Aktivitäten kommen dann wieder in Gang. Einen besonders guten Lauf habt ihr vom 14. Juni bis zum 9. Juli, auch wenn der Mars währenddessen rückläufig wird. Dann geht nämlich die Venus durch das Zeichen Löwe und sie aktiviert hier den Mondknoten und damit das Potenzial für Seelenbegegnungen. Für euch passiert das im Sonnenhaus des Fernwehs. Wenn ihr Solo seid, könnt ihr da der Liebe auf Reisen und im Ausland begegnen. Das wäre vielleicht eine Idee, sich dann Urlaub zu nehmen. Auch der Mars steht zu dieser Zeit günstig zur Schützesonne. Das ist aber nicht nur für die Liebe eine aufregende Zeit, auch für eure Freundschaften. Andere könnten von diesen Konstellationen nämlich ganz schön herausgefordert werden und durcheinander kommen. Und die freuen sich dann, wenn ihr sie aufheitert und ablenkt. Ähnliches gilt für die Zeit vom 6. August bis zum 9. September. Da läuft die Venus durch euer Freundschaftshaus und unterstützt euch auch dabei, mit netten Leuten in Kontakt zu kommen, wenn ihr noch Solo seid. Es ist auch sehr gut möglich, dass eure Freunde versuchen, euch zu verkuppeln, und das solltet ihr ruhig zulassen. Liierte Schützen sollten sich in dieser Zeit gemeinsamen Freunden widmen und etwas Schönes unternehmen. Es würde sich auch ein gemeinsamer Urlaub mit anderen Paaren oder Freunden anbieten. Aufgrund ihrer Rückläufigkeit kehrt die Venus vom 31. Oktober bis zum 2. Dezember dann nochmal zurück in diesen guten Aspekt zur Schützesonne, vor allem für die dritte Dekade. Falls ihr einen Flirt angefangen hattet und derjenige hatte sich zurückgezogen, kann sich das ab Mitte November wieder zum Positiven ändern. Ab dem 8. November bekommen alle eure Beziehungen Aufwind, weil dann Jupiter in euer eigenes Zeichen gehen wird. Und davon profitiert bis zum 31. Dezember vor allem die erste Dekade der Schützen. Aber ich denke, ihr werdet das alle spüren, denn Jupiter ist ja euer Herrscherplanet und wenn er das Zeichen wechselt, schwingt ihr alle mit in dieser Energie. Deswegen merkt euch, wenn zwischenzeitlich nicht alles so läuft, wie ihr es gerne hättet, könnt ihr ab dem 8. November darauf vertrauen, dass das Glück wieder auf eurer Seite ist und das für die nächsten 13 Monate. Das waren eure Highlights und die kritischen Phasen des Jahres 2018. Wenn ihr eine persönliche Horoskopberatung bei mir buchen wollt, seid ihr herzlich willkommen. Am besten ihr bucht direkt über meine Homepage oder ihr ruft auf meinem Kundentelefon an. Alle Infos dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier im Bild. Und hier nochmal eine kleine Erinnerung an meine nächsten Webinare. Am Freitag, den 12. Januar, gibt es den Online-Workshop Saturn-Probleme heilen, wie ihr den Saturn-Transit durch den Steinbock erfolgreich und gesund meistert. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar. Maximal 12 Teilnehmer in einer kleinen Gruppe und jeder kann mir eine spezifische Frage stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar um 17 Uhr. Bei der Verlosung gibt es wieder 15 Minuten Beratung zu gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen interessanten und konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Natürlich möchte ich euch auch meine anderen Video-Specials empfehlen, zum Beispiel über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen. Die sind hier eingeblendet. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit den Liebessternen im neuen Jahr und alles Gute mit den Sternen.